Grüß euch Gott, ich bin der Rudi aus Innsbruck und wir machen jetzt Tiroler Speckknödel nach einem alten Rezept von meiner Mama. Was wir dazu brauchen, das ist ein Knödelbrot, das sind Eier, das sind Zwiebel, das ist ein Speck, das ist eine Hautwurst, Salz, Pfeffer, Majoran und wir werden jetzt mitsammen das machen. Ich werde ein bisschen Speck schneiden, ich werde ein bisschen Wurst schneiden und dann röst man den Zwiebel an und dann mischt man alles zusammen und dann schauen wir, was rauskommt. Wir fangen jetzt an mit der Wurst. Habe ich schon was vorgeschnitten. Da schreiben wir uns zuerst Streifen und dann Würfeln. Es soll halbwegs gleich sein. Für mich jetzt kein Problem. Das war mein Beruf einmal Koch und darum kann ich da schneiden und die Augen zu machen. So, jetzt sind wir beim Speck wieder, schneiden wir sie in die Streifen, dass wir schöne Würfeln kriegen und was ganz wichtig ist, Voraussetzung ist immer ein gutes Messer. Als nächster Schritt schneiden wir eine Zwiebel. Da sollen wir auch wieder Würfeln schneiden, dann schneidet man ein bisschen ein, da genau dasselbe. Machen wir dann in der Mitte einen kleinen Schnitt, dass wir schöne Würfeln kriegen. So, als nächsten Schritt schneiden wir ein bisschen Petersil zusammen. Ich habe da jetzt einen frischen Petersil, man kann auch einen gefrorenen hernehmen. Den tun wir ganz fein zusammenschneiden. Kann man ruhig die Stängel hernehmen, macht überhaupt nichts. Die sind auch gut, haben einen Geschmack. Da habe ich eine Pfanne mit ein bisschen Butter drin. Und für meine Erfahrung in den letzten Jahren, der Butter verbrennt sehr, sehr schnell. Jetzt tue ich ein bisschen Öl dazu. Dann verbrennt man der Butter nicht. Das mache ich jetzt heiß. Als erstes rösten wir die Zwiebel an. Das ist ganz wichtig beim Zwiebel. Zwiebel ist ein Geschmacksträger auch. Da muss es nicht dunkelbraun, hellbraun, aber ein bisschen Farbe soll er kriegen. Es geht relativ schnell. Ja, es riecht schon. Es riecht schon. So. Und als nächstes, der nächste Schritt, werden wir jetzt Zwiebel und Speck anrösten auch. Und dann nehmen wir auch den, was wir vorgeschnitten haben. Den kommt auch dazu. Wir sind heute sehr großzügig, machen wir ein bisschen mehr heute genommen, ein paar Decker mehr, aber das ist nicht tragisch. So, das rösten wir uns jetzt an. Wichtig ist, dass der Speck angeröstet ist, dass die Wurst ein bisschen angeröstet ist, weil der Geschmack richtig rauskommt. Wenn wir es nicht anrösten, dann kann man keinen guten Geschmack rein. Es geht auch relativ schnell. Ich würde sagen, 2 Minuten müssen wir schon anrösten. Man sieht beim Speck, bei den Würfeln, dann werden sie glasig. Und wenn sie noch glasig werden, dann ist genug. Jetzt haben wir Zwiebeln angeröstet. Jetzt haben wir den Speck angeröstet, haben wir die Wurst angeröstet. Das sind alles gute Geschmacksträger. Jetzt tun wir das da rein. Dann als nächstes kommt der Petersil dazu. Dann als nächstes würzen wir das Ganze. Ich bin mit Salz sehr vorsichtig. Der Speck ist salzig, die Wurst ein bisschen salzig. Also salzen braucht man nicht gar so viel. Man kann allem nachher noch nachsalzen. Das zweite ist der Majoran. Das geriebelte Majoran, den rebel ich noch einmal. Den tue ich in die Hand rein und tue ihn so mischen. Dann habe ich ihn ganz fein. So hat es mir die Mama gesagt. Pfeffer,
ganz wichtig. Schwarzer Pfeffer ein bisschen. Als nächstes kommen die Eier dazu. Die Mama hat dann gesagt, die Gaukeln. Das sind schöne große Eier. Jetzt haben wir sogar zwei Dotter. Kriegen wir auch nicht oft vor. Dann haben wir eins. Jetzt haben wir noch einmal zwei Dotter. Das ist heute der Glückstag für uns. Weil normal, wie ihr wisst, hat der Ei nur einen Dotter. Das sind jetzt die Pfannen, wo wir den Speck angerichtet haben, wo wir den Zwiebel angerichtet haben, wo wir die Wurst angerichtet haben. Jetzt tun wir da die Milch rein. Und dann lassen wir das da drüber. Warum wir das so rein tun, hat einen Grund. Die Würfeln auf der Seite da, das geht jetzt alles da rein. Das schwimmen wir alles ab, da darf nichts in der Pfanne mehr sein. Da haben wir es alles rein da. So, ist alles rein. Da ist kein Würfel mehr drin. Jetzt haben wir sämtliche Zutaten drin. Jetzt machen wir die ganze Masse an. Das ist nichts anderes. Man mischt das durch. Richtig schön durchmischen. Das zeige ich euch jetzt. Und wenn das alles durchgemischt ist, dann lassen wir das eine Viertelstunde, 20 Minuten ziehen, dass alles schön durchziehen kann. So, jetzt fangen wir an. Sechstes mischen wir ganz locker durch. Ganz locker. Ganz locker. Alles schön durcheinander mischen. Und jetzt ist folgendes. Wenn das jetzt das Ganze ein bisschen zu trocken ist, dann können wir immer nur ein bisschen Milch dazu tun. Jetzt drücken wir die ganze Masse ganz fest zusammen. Die kann jetzt richtig durchziehen. Das Knödelbrot, der Speck, der Zwiebel, das soll jetzt einmal rösten. 20, Viertelstunde, 20 Minuten. So, Leute, die 30 Minuten sind vorbei. Die Masse hat schön durchgezogen. Und jetzt können wir sie einzeln ausertragen. So, jetzt sollen wir die Hände ein bisschen anfeuchten. Die Speckknödelmasse drücke ich ein bisschen zusammen. Und dann hole ich sie ganz langsam. Ganz langsam. Wie gesagt, man kann größere machen, man kann kleinere machen. Ich bin halt für die Kleinen. Und das sind, die gehen ein bisschen auf auch noch. Wenn alle Knödel gedreht sind, gibt man die Knödel in die kochende Suppe und lässt sie ca. 15 Minuten kochen. Die Knödel schmecken am besten, wenn sie gegessen werden, sobald sie gekocht sind. Jetzt haben wir unsere Knödel, unsere Speckknödel gekocht. Jetzt tun wir mal einen raus. Jetzt stechen wir auseinander. Wohl, schaut gut aus. Schöne Würfeln, absolut. Man sieht die Wurst, man sieht den Speck. Und jetzt kommt ein Schöpfer voll Suppen auf. Geben wir nur ein bisschen Suppen dazu. Und bei uns in Tirol einen frischen Schnittlauch. Einen frischen Schnittlauch. Jawohl. Also bei uns in Tirol werden die Knödel eine mit Suppe, eine mit Salat serviert. So sind wir es von daheim gewohnt. Dann gibt es einen Krautsalat dazu, dann gibt es Sauerkraut dazu, dann gibt es einen Kirnsalat dazu. Ist sehr variantenreich, das Ganze. So, jetzt wünsche ich euch guten Appetit. Und beim Nachkochen wünsche ich euch auch viel Glück. Kommt ihr mal in unser Landl auf irgendeiner Alm, da schmeckt die Knödel nur mal so gut. Viertag.